Professor Dr. Weber war bereits in seiner Zeit als CDU-Mitglied in der Öffentlichkeit nicht unumstritten. Interviews für rechtskonservative oder populistische Zeitungen, Aussagen über die Oder-Neiße-Grenze oder ein Gespräch mit dem damaligen NPD-Bundesvorsitzenden trugen dazu bei. Versuche, ihn aus der CDU auszuschließen, scheiterten. Heute ist er in der AfD und gilt als Vertreter des rechten Flügels. Wegen eines Facebook-Posts über biodeutsche Familien erhielt er vor wenigen Monaten eine Abmahnung von der Landes-AfD. Auch die Universität Greifswald, an der Weber Lehrstuhlinhaber ist, sah sich veranlasst, eine Pressemitteilung mit einer deutlichen Distanzierung zu veröffentlichen. Ein Novum. Wie viele Ermahnungen oder Abmahnungen haben Sie aufgrund von politischen Äußerungen so gesammelt? In dem Sinne habe ich kein politisches Leben. Ich war in der CDU über 30 Jahre und war da aktiv, war im JU-Kreisvorsitzender, Ortsvorsitzender und in der CDU im erweiterten Kreisvorstand und im Bezirksvorstand, damals in Nordwürttemberg, tätig. Als solcher habe ich keine Abmahnungen gesammelt. Ich habe einmal eine Rüge erhalten für mein Tätigwerden für eine bundesweite Ausdehnung der CSU, als Franz Josef Strauß damals laut angedacht hat, die CSU bundesweit auszudehnen, haben wir im Kreisverband Hohenlohe Kreis damals beschlossen, quasi vorzubrechen und schon mal eine CSU-Kreisgruppe zu gründen. Und dafür wurde ich gerügt und ein Parteiausschlussverfahren angekündigt, das dann aber nicht stattgefunden hat. Den Parteiaustritt haben Sie dann ja selber gemacht. Ich wollte mit diesen Abmahnungen auf das Facebook-Posting von Ende April anspielen, wo es um Biodeutsche ging, wo es darum ging, es müsse der von den Siegermächten aufgezwungenen und von den linksgrünen Weltverbesserern und Deutschland-Abschaffern fortgesetzte Schuldkult aufhören. Nichts mit den Biodeutschen zu tun hat, sondern genau. Zwei verschiedene Dinge. Okay. Es ging um das Thema Leitkultur. Ja. Und da habe ich gesagt, diese Leitkultur, das sind primär die Biodeutschen, ja, die das definieren müssen. Wie nennen Sie die anderen? Passdeutschen? Oder? Passdeutsche, ja. Okay. Aber das ist auch nicht der große Gegenbegriff, sondern das sind alle anderen, die hier wohnen, die nennt man Einwohner. Mhm. Und es ist nicht die primäre Aufgabe der Einwohner, eine deutsche Leitkultur zu formieren und zu formulieren, weil man das nicht wie eine Sprache lernen kann. Leitkultur muss von Familie, von Traditionen geprägt, über eine längere Zeit weitergegeben werden. Und deswegen habe ich gesagt, es sind primär die Biodeutschen, also die dazu auf... Also nicht jeder, der einen deutschen Pass hat, ist ein Deutscher, oder? Doch, das doch. Hat damit gar nichts zu tun. Okay. Aber zu der Frage, was deutsche Leitkultur ist, muss man dieses Deutschsein über Generationen aufgesogen haben, erlernt haben, mitbekommen haben. Und das können nicht die Doppelpass-Türken, das können nicht die jetzt eingebürgerten Zuwanderer, die gerade mal rudimentäre Deutschkenntnisse eventuell haben, aber eben nicht wissen, nicht fühlen, nicht generationenlang mitgetragen haben, was Deutschsein heißt. Und deswegen habe ich gesagt, primär die Bio-Deutschen, ich habe aber niemanden ausgeschlossen. Und das wird ja zum Teil völlig falsch Trotzdem haben übertragen. Sie dafür ja vom Landesvorstand eine Abmahnung bekommen? Ja, gegen die ich vom Parteigericht vorgehe. Und das Parteigericht kann nicht in Mecklenburg-Vorpommern sein, weil Sie da selber in der Schiedskommission genau, sind. Genau, das liegt jetzt beim Bundesparteigericht. Die müssen ein anderes Landesschiedsgericht bestimmen, das darüber dann entscheidet. Ihr Fraktionskollege Manteil hat Ihnen indirekt den Eintritt in die NPD empfohlen, aufgrund dieser Äußerungen, und hat ja. Sie als krude betitelt. Ja, das, also die, ich erwarte nicht, dass man meine inhaltlichen Stellungnahmen unbeschwert für gut findet. Dafür, dass er das mit der NPD gesagt hat, darüber haben wir hier in der Fraktion gesprochen. Und da haben wir über eine Rüge diskutiert. Ich habe auch eine Mehrheit bekommen, dass das gerügt wird, aber nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Genauso wenig, wie ich eine Rüge bekommen habe von der Fraktion für meine Äußerung. Da gab es auch keine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die Fraktion ist so ein bisschen in zwei Lager da gespalten in dieser Frage? Oder ich weiß nicht, ob man sagen würde, zwei Lager. Es ist eine Frage des Umgangs miteinander, wie viel an Bandbreite man in einer Fraktion tolerieren möchte. Ja. Ich finde aber, der Vorwurf, jemand gehöre vielleicht besser in die NPD, ist kein sachlicher Einwand. Wenn Herr Manteil sich mit meinen Thesen inhaltlich auseinandersetzt, ist das unbenommen, da steht jedermann frei, und da würde niemals, also von mir jedenfalls niemals,
dagegen vorgegangen werden. Aber der Vorwurf, der gehört gar nicht mehr zu uns. Das ist ein persönlicher Vorwurf, gegen den bin ich vorgegangen. Ja, nun gibt's und da habe ich auch eine Abmahnung von Herrn Manteuffel vom Landesvorstand beantragt. Darüber wird aber erst nach der Sommerpause entschieden. Ja, was halten Sie denn von der Einschätzung, dass bis zur Bundestagswahl Burgfrieden innerhalb der Partei ist und es danach noch weitere Kämpfe innerhalb zwischen den Lagern geben wird? Ich habe nie behauptet, Hellseher zu sein. Mhm. Also ich gehe davon aus, aber dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich das umzusetzen, was in unserem Wahlprogramm steht, Deutschland deutsch zu erhalten und in einigen Gebieten wieder deutsch zu machen. Wie macht man die denn deutsch? Indem man entsprechende Förderprogramme auflegt, indem man eben nicht Zuwanderung fördert, sondern Langzeitarbeitslose und Ähnliches, indem man wieder Perspektiven bietet, indem man Schulklassen mit über 40% Ausländeranteil zulässt. Aber das sind wollen Sie denn auch zwischen Biodeutschen Ehen fördern? Nein. Oder wie? Der Begriff Biodeutsch ist ein Ausdruck, der in unserem Grundgesetz, in unserem Staatsangehörigkeitsrecht nicht vorkommt. Ja, das heißt, Deutscher ist jeder, der einen entsprechenden Pass hat. Und damit hat er auch alle bürgerlichen Rechte, die ihm zukommen. Das andere war eine Frage, wer kann profund darüber Auskunft geben, was ist eigentlich das typisch Deutsche? Und dass das nicht jeder kann, der seit ein paar Wochen vielleicht einen deutschen Pass hat, das glaube ich ist selbstverständlich. Das war mit dieser Grundannahme, dass die deutsche Kultur, Leitkultur, was auch immer das so genau ist, in Gefahr ist. Hm. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.